Flux FM in digitaler Gesellschaft. So, bei uns ist Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo Volker. Hallo. Oh, sollte ich vielleicht das andere Mikro anmachen, weil du davor sitzt? Ja, hallo. Ah, ja, so klappt's also. Volker, wir haben es gerade gehört, dieses Gesetz wurde letzte Woche verabschiedet. Ist das jetzt so toll, wie wir uns erhofft haben? Also gibt's jetzt wirklich endlich freie Funknetze für alle und überall? Nö, leider nicht. Die Störerhaftung wurde entgegen anderslautenden Gerüchten tatsächlich nicht abgeschafft. Ist das nicht aber der Plan gewesen? Genau, eigentlich war das der Plan, weil die Störerhaftung eben bis heute dazu führt, dass Menschen kostenpflichtig abgemahnt werden können, wenn sie ihr WLAN öffnen und andere dann Rechtsverletzungen darüber begehen. Und genau diese Abmahngefahr, die wollte man eigentlich beseitigen. Das hat man aber nicht getan, sondern man hat eigentlich lediglich in die Begründung reingeschrieben, dass man hofft, dass die Rechtsprechung jetzt in Zukunft so sehen wird, dass die WLAN-Störerhaftung abgeschafft ist. Aber hat das nicht in den eigentlichen Gesetzestext reingeschrieben. Das ist insofern ein bisschen blöd, als dass halt die Gesetzesbegründung selber nicht bindend ist. Das heißt, Gerichte können zur Auslegung diese Gesetzesbegründung heranziehen, aber sie müssen keineswegs zu demselben Ergebnis kommen, das der Gesetzgeber in dieser Begründung vorgezeichnet hat. Okay, Unterlassungsansprüche, das Wort fällt ab und zu, das klingt kompliziert. Was ist das? Was sind das für Ansprüche und wieso kommt es auf die überhaupt an? Naja, diese Unterlassungsansprüche sind die eigentliche Grundlage für die kostenpflichtigen Abmahnungen. Ja. Die Rechtsprechung hat bisher immer gesagt, also zunächst mal eigentlich, wenn man so einen WLAN betreibt oder überhaupt, wenn man anderen Leuten den Weg ins Internet bereitet, ja, dann unterfällt man dem sogenannten Provider-Privileg. Das heißt, man ist eigentlich nicht verantwortlich für das, was Nutzerinnen und Nutzer im Internet so tun. Aber daneben gibt es die sogenannte Störerhaftung. Und diese Störerhaftung, die beruht auf Unterlassungsansprüchen, die Rechteinhaber gegen die WLAN-Betreiber haben. Also beispielsweise, jemand lädt über ein WLAN-Netz irgendein Lied illegal runter, dann hat der Rechteinhaber an diesem Song gegen den WLAN-Betreiber einen Anspruch auf Unterlassung. Das heißt, der WLAN-Betreiber muss die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit solche Rechtsverletzungen in Zukunft nicht mehr vorkommen. Und durchgesetzt werden solche Unterlassungsansprüche eben mit kostenpflichtigen Abmahnungen. So, was also mit anderen Worten der Gesetzgeber jetzt hätte machen müssen, ist, dass er ins Gesetz reinschreibt, gegen WLAN-Betreiber bestehen solche Unterlassungsansprüche nicht. Und genau das hat er eben nicht getan. Warum? Ja, darauf konnte man sich innerhalb der Großen Koalition wohl nicht einigen. Das Einzige, was man in das Gesetz reingeschrieben hat, ist, für WLAN-Betreiber gilt das Provider-Privileg. Also grundsätzlich diese Freistellung oder die Verantwortung für das, was Nutzerinnen und Nutzer machen. Das sagt die Rechtsprechung bis heute. Aber nochmal, die WLAN-Störerhaftung ist etwas, was daneben besteht. Und das hätte man eben auch entsprechend regeln müssen. Aber das hat es eben nur in die Gesetzesbegründung geschafft. Okay, also im Gesetz selber steht es nicht. Man hofft aber, dass die Gesetze dann, die Gerichte dann dieses Gesetz so auslegen. Dass, okay, alles klar. So, der netzpolitische Sprecher der Unionsfraktion hat gesagt, man könne die Unterlassungsansprüche gar nicht abschaffen, weil es gegen Europarecht verstoße. Mhm. Stimmt das so? Nee, das stimmt so überhaupt nicht. Also, was er meint, sind bestimmte europäische Richtlinien. Es gibt drei Stück: iPRED, InfoSoc und E-Commerce heißen diese Richtlinien. Und in all diesen drei Richtlinien steht drin, dass es möglich sein muss, gerichtliche Anordnungen zu erwirken, wenn Rechtsverletzungen zum Beispiel über ein WLAN begangen werden. So, und das könnte man natürlich als Gesetzgeber regeln, dass ein Gericht zum Beispiel die Möglichkeit hat, dass man einen Antrag stellen kann bei Gericht. Ne, wenn man sagt, hier über dieses und jene WLAN ist eine Rechtsverletzung begangen worden, dann könnte man halt beim Gericht beantragen, gebt dem WLAN-Betreiber bitte auf, dass er bestimmte Maßnahmen ergreift. Ja? Und das könnte man, diese Möglichkeit könnte man für Gerichte schaffen und gleichzeitig sagen, dass aber die Rechteinhaber gegen die WLAN-Betreiber selber keine direkten Ansprüche haben und dementsprechend nicht abmahnen können. Also kurz, ja, man hätte die Abmahngefahr abschaffen können und gleichzeitig Möglichkeiten für Rechteinhaber erhalten können, um eben ihre Rechte durchzusetzen. Das wäre ohne weiteres möglich gewesen, das Europarecht hätte das auch erlaubt, aber das hat man eben nicht gemacht. Also über die Gründe kann man nur spekulieren. Okay, alles klar. Wie geht's denn weiter? Also würdest du empfehlen, dass Leute ihre WLAN-Netze also aufmachen oder lieber nicht? Also müssen die sich jetzt trotzdem noch vor Abmahnungen fürchten oder wie ist das? Ja, sie müssen sich definitiv vor Abmahnungen fürchten. Das heißt, sein Netz sollte jetzt nur für die Allgemeinheit aufmachen, wer auch im Zweifel bereit ist, so einen Präzedenzfall durchzufechten und das ganze Ding dann eben vor Gericht zu verteidigen. Und dann eben zu hoffen, dass das Gericht tatsächlich dem folgt, was der Gesetzgeber da in die Gesetzesbegründung reingeschrieben hat. Eigentlich hätten sie sich doch das Gesetz sparen können oder ist irgendwas Gutes dran auch?
Naja, also in dieser Hinsicht muss man sagen, ist es eigentlich, ja, hat sich einfach dadurch gar nichts verändert. Ja, dieses Gesetz führt zu keiner anderen Situation als vorher. Das einzig Gute daran ist, sagen wir mal, wenn man es vergleicht mit dem ursprünglichen Entwurf, den es mal gegeben hat. Denn dieses Gesetz hat sich im Laufe dieses Gesetzgebungsverfahrens, was jetzt fast anderthalb Jahre gelaufen ist, doch sehr stark verändert. Ja, und ursprünglich war eben noch vorgesehen, dass man da reinschreibt, WLAN-Betreiber müssen zum Beispiel ihr WLAN verschlüsseln, müssen es mit einem Passwort sichern, müssen so eine Vorschaltseite einbauen mit einer sogenannten Rechtstreueerklärung und all diese Bedingungen, die sind aus dem Gesetz verschwunden. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Also das ist ein positiver Fortschritt, aber eigentlich für die Öffnung der Netze hat man trotzdem eigentlich im Ergebnis nichts erreicht. Okay, also die WLAN-Störerhaftung sollte abgeschafft werden, denn bisher müssen WLAN-Betreiber, die ihren Zugang für die Allgemeinheit öffnen, damit rechnen, kostenpflichtig abgemahnt zu werden, wenn Nutzerinnen und Nutzer irgendwas Illegales im Netz machen. Deswegen gibt es in Deutschland, anders als international üblich, bis heute kaum offene Funknetze. Vergangenen Donnerstag hat der Bundestag endlich ein Gesetz verabschiedet, um die Störerhaftung nun per Gesetz abzuschaffen. Da ist aber nicht nur etwas noch zum Nachjustieren, sondern man kann sagen, das gute Ergebnis daran ist, dass sich eigentlich gar nichts an der Gesetzgebung wirklich geändert hat, sondern dass es nur nicht so schlimm wurde, wie das Gesetz eigentlich sein sollte. Ganz genau. Dankeschön, Volker. Jetzt haben wir das auch verstanden. Hurra. Bis bald. Ciao.